Vorfahrt für Theo Stratmann. Dem 18-Jährigen, der mit provozierenden Großkotzauftritten für eine Menge Empörung sorgt. Ich habe über 1000 Flaschen Champagner bestimmt in meinem Leben schon getrunken. Verdammte Scheiße. Dass an solchen Aussagen wirklich was dran ist, stellen manche jetzt in Frage. Der superreiche Selfmade-Millionär, der würde jetzt wahrscheinlich eher nicht sein. Seine Geschäfte sollen dubios sein. An Theo prallen solche Anschuldigungen offenbar ab. Also die ganzen Betrugsvorwürfe sind absoluter Irrsinn. Was steckt wirklich hinter dem protzenden Teenie Theo Stratmann? Theo liebt es zu provozieren, verkippt gern das ein oder andere Fläschchen Champagner. Auch einfach nur zur Freude seiner Hater, wenn er sich damit nicht sein Müsli anrührt. Und wenn es bei euch finanziell wieder nicht reicht, ne, dann müsst ihr den Fraß halt komplett trocken fressen. Diese Szene hat ihn im Netz berühmt gemacht. Sein fragwürdiger Humor, Verschwendung, die wehtut. Ich will auch mal was Gutes für die Umwelt machen, deshalb gebe ich heute mal was zurück und dachte, ich gieße mal meine Blumen, obwohl es schon geregnet hat. Hintergrund: Theo wurde vor rund 2 Monaten in einer Jugendsendung kritisch zu seinem Lifestyle befragt. Weil Klimaaktivisten den Lebensstil von Reichen als Prasserei und Umweltverschmutzung anprangern, insbesondere Flüge im Privatjet. Stichwort zum Beispiel Fliegen nach Sylt. Warum willst du das weitermachen? Weil es geil ist. Weil es einfach geil ist, mit dem Privatjet wohin zu fliegen und sich diesen Luxus gönnen zu können. Seit Theo auf die Reichenkritik in seiner Art antwortete, gilt er als Deutschlands größter Teenie-Schnösel. Denn er fliegt für 6.000 Euro die Strecke Hamburg-Sylt, wenn ihm danach ist. Und er sagt, das würden alle machen, wenn sie es könnten. Also, nehmen wir mal irgendwie einen Touristenflieger nach Malle jetzt. Mit 200 Passagieren, alle sind am Schwitzen, sitzen eng aneinander. Daneben stellen wir ein Privatjet. Du holst alle Leute einmal raus und fragst, wer will jetzt statt mit der Touristenmaschine nach Malle mit einem schönen Privatjet fliegen? Da sag ich, sagen mindestens 99% ja, wenn nicht sogar 100%. Ich kriege Hate dafür ab und Hass, dafür, dass ich einfach nicht verlogen bin und einfach das sage, was ich mache. Theo ist der Meinung, dass er sich das alles erlauben darf, auch wenn er erst 18 ist, denn er verdiene sein eigenes Geld. Er betreibt mit seinen Freunden Hergen und Jonas einen Online-Shop. Das Trio macht Party und Business. Die Haupteinnahmequelle ist der E-Commerce. Das Geld, was ich damit verdiene, investiere ich, seitdem ich 18 bin. Sein Auftreten sorgt für Aufsehen und ruft Journalisten des Business Insiders auf den Plan, die Recherchen zu seinem angeblichen Reichtum und seinen Geschäften anstellen. Steffen Bosse und Lukas Schallenberger fragen sich, ist Theo ein Blender? Er hatte ja mehrere Online-Shops betrieben, das haben wir jetzt im Nachhinein festgestellt. Nie irgendwie groß mit einer GmbH oder so, also wir hatten ihn nie irgendwie im Handelsregister gefunden. Letztendlich kann man das schwierig beurteilen, was Theo tatsächlich unternehmerisch gemacht hat, weil er sich selbst auch bewusst damit sehr zurückhält. Unser Fazit sozusagen war, dass, wie auch die Doku ja schon sagt, dass er ein wohlhabendes Elternhaus hat und aus dem eben Geld kommt. Aber ob er tatsächlich unternehmerisch erfolgreich ist, das wissen wir nicht und das scheint aktuell nicht der Fall zu sein. Seine Reichweite hat Theo Stratmann zuletzt für ein E-Commerce-Coaching genutzt, also Kurse, in denen Tipps für den Aufbau eines Online-Shops gegeben werden. Er selbst habe sich sein Know-how durch Freunde und Ausprobieren angeeignet. Ich würde fast sagen, Aufmerksamkeit ist heutzutage das wertvollste Gut im Internet. Je nach Aufwand und Dauer muss man für so einen Kurs bis zu 2000 Euro hinblättern. Laut Bosse und Schallenberger ist Theo darin allerdings gar nicht so involviert, wie es scheint. Denn letztendlich macht Kumpel Hergen das Coaching. Wenn ich jetzt einen Kurs kaufe und der auch auf der Werbeseite sozusagen damit wirbt, dass Theo Stratmann dieses Coaching gibt, dann würde ich auch erwarten, dass er das selber gibt. Also es wirkt natürlich alles schon ein bisschen komisch und letztendlich wirkt es auch so, als wäre er nur die Verkaufsperson, als wäre er nur der Verkäufer für diesen Kurs. Und Hergen Hinke hatte uns ja auch auf Nachfrage bestätigt, dass die beiden sich sozusagen die Umsätze, die aus diesem Coaching entstehen, untereinander aufteilen. Wir konfrontieren Theo am Montag mit den Rechercheergebnissen. Gaukelt er seinen Kunden nur etwas vor? Bin ich auch ganz offen und ehrlich, da können das Beispiel andere Leute deutlich besser. Ich arbeite jetzt nicht nur mit dem Herrn zusammen und dann übergebe ich auch gerne meine Aufgaben, wenn ich sage, ey, die Person kann es wahrscheinlich sogar besser erklären als ich. Es gibt auch tatsächlich jetzt noch ein Coaching, was ich auch mache und ja, da spricht halt Herrn mehr drin. Und das ist halt, aber es steht auch nirgendwo, dass ich das komplette Coaching mache. Theo bestätigt, dass nicht alle seine Geschäfte erfolgreich gewesen seien. Auf die Frage, welche Shops er denn noch genau betreibt, kommt vermehrt diese Antwort. Das Problem ist, ich stehe jetzt sehr in der Öffentlichkeit. Wenn es jetzt wirklich meine eigenen Sachen wären, dann würde ich das auch alles hier raushauen. Wo es vielleicht auch ein bisschen
doof sein würde oder blöd sein könnte, weil vieles auch einfach rufschädigend sein könnte, weil es gibt ja unfassbar viele Leute, die mir leider schaden wollen. Deswegen halte ich mich da auch mal so ein bisschen zurück. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, stecke ich da nicht alleine mit drin. Und es gibt auch Leute, die da mit drin stecken, die stehen nicht in der Öffentlichkeit und die wollen auch nicht in die Öffentlichkeit. Deswegen kann ich das leider nicht sagen. Der 18-Jährige macht auf Social Media bewusst sein Ding. Er polarisiert, denn er weiß, der Fame hat immer zwei Seiten. Ja, ich sag mal so, die Leute, die mich haten oder mir eine Nachricht schreiben, die nehmen sich ja wenigstens die Zeit für mich. Also auf irgendeine Art und Weise finden sie mich ja interessant. Es gibt auch viele Theo-Fans, die wissen wollen, wie er mit 18 vermeintlich so viel Geld verdient, dass er sich seine Show leisten kann. Ich war schon immer geldgeil, sagen wir mal so. Aber wie reich ist Theo denn tatsächlich? Mir geht es sehr, sehr gut, muss ich dazu sagen. Aber ich habe nie gesagt, dass ich superreich bin. Superreich ist für mich 300, 400 Millionen. Und wenn ich im Monat höhere Summen ausgebe, dann sind die auch 100% selbst erwirtschaftet. Ich komme aus einem guten Elternhaus. Ich hatte eine schöne Kindheit. Mir hat nie wirklich was gefehlt. Aber meine Eltern finanzieren definitiv nicht mein Leben. Seinen Kontostand verrät uns der Hamburger nicht, nur so viel. Er gebe aktuell zwischen 15.000 und 20.000 Euro im Monat aus. Auch Theos Vater hat sich in die Diskussion um seinen Sohn und dessen vermeintlichen Reichtum eingemischt. Dem Business Insider sagt dieser: Meine Familie und die meiner geschiedenen Ehefrau sind nicht reich, sondern ganz normaler Mittelstand. Lutz Stratmann ist CDU-Politiker und Rechtsanwalt. Laut Theo habe er die Familie vor 7 Jahren verlassen und sich seitdem nie wieder bei ihm gemeldet. Da sieht man ja ganz lustig, diese Relation zum Geld habe ich wahrscheinlich von meinem Vater, weil er war früher CDU-Vorsitzender oder so, also auf jeden Fall in der Politik aktiv und stellt sich als normaler Mittelstand dar. Da sieht man mal, dem fehlt wahrscheinlich auch sehr die Relation zu Geld. Es scheint, als wolle Theo es seinem Vater zeigen und es sich und der ganzen Welt beweisen wollen. Auch wenn er sich bei unserem Dreh gerne so präsentiert, gibt er im Nachhinein auch zu: Natürlich bin ich auch im privaten Leben ganz normal und schätze auch viele Sachen, die andere Menschen machen. Man kann mich auch gerne in irgendeiner Art und Weise als, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber als Kunstfigur sehen, weil ich gehe nicht in den Garten und gieß meine Blumen mit Champagner für alle, die den Glauben noch haben. Theo Stratmann tritt absichtlich protzig in der Öffentlichkeit auf. Und so muss ihm auch bewusst sein, dass es auch in Zukunft Menschen geben wird, die seinen Lifestyle hinterfragen werden.